haben jetzt 7.17 Uhr und ich muss aufstehen, weil es geht heute nach Frankfurt zum 5. internationalen Gerumit. Und das ist morgen dann, also am Samstag. Wir fahren nur heute schon hin. Und gestern habe ich noch meine Nägel gemacht. Die zeige ich euch nachher noch im richtigen Licht. Ich finde, sie sind echt schön geworden. Und ich habe mir meine Haare wieder gefärbt. Dieses Mal nicht im Hotel, dieses Mal zu Hause noch. Ich muss mich jetzt richten. Und ja, ich nehme euch wieder mit. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Ach, es ist einfach viel zu früh. Also, bis nachher. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Es ist scheiße kalt. Da sind Menschen. Du machst ein Video. Ja. Du machst einen Vlog. Ja, ich mache einen Vlog. Einen Vlog. Und mein Pony sitzt überhaupt nicht. Wir fahren 4 Stunden nach Frankfurt. Wir haben den coolsten ostdeutschen, osteuropäischen Busfahrer, den es gibt. Hinten gibt es Essen und Snacks. Ja, und es geht los. Tut mir leid, es ist nicht scharf. Das ist ein abstehendes Haar. Ein Arm der Seite. Cheese. Welche nehmen wir mit? Die, mit denen die Saison schmecken sollen. Dann gibt es halt nur diese große Packung. Immer. Also, wir waren gerade im Asiamarkt und wir haben uns Melonenbrötchen gekauft. Mochis. Sowas wie Pocky Sticks mit Haselnüssen oder, nee, Mandel. Und was zu trinken. Den kenne ich schon. Den kenne ich nicht. Und was trinkst du da? Den Mango. Sparkling Mango. Aber fuck, schmeckt das nach Mango. Aber hart. Ja, und ich habe mir noch so ein Litchi-Dings mitgenommen. Ja. Wir probieren das jetzt. Also, schmeckt schon krass nach Mango. Ich meine, es ist Mango-Trinker. Mhm. Schmeckt tatsächlich auch Mango. Wer hätte es gedacht? Steht Mango drauf und ist auch Mango drin. Wir haben Nachbarn, die sind nachtaktiv. Oder nachmittags aktiv. Wir waren bei Primark. Ich habe mir Haarfarbe gekauft. Falls irgendjemand wissen möchte, was ich für Haarfarbe benutze, das ist sie. Dann waren wir bei Rossmann. Haarspray. Kann man genau, was haben wir gesagt, 3-mal aufsprühen. Also Zara. Und hier, mein bester Freund, muss sich jetzt gleich umziehen und alles präsentieren, was er gekauft hat. Ich muss erstmal Mädels checken hier. Also erst noch zu haben. Falls ihn irgendjemand haben möchte, hier. Vom Kopf bis zu Fuß. Ja, heißes Schnitzel. Mhm. Ja. Mhm. Unser Chaos. Und ja, wir trinken jetzt erstmal. Was auch immer gerade mit meinem Pony passiert, ich habe keine Ahnung. Wir haben uns jetzt für Galileo entschieden. Und falls irgendjemand diesen Tee probieren möchte, er ist weiter zu empfehlen. Er schmeckt nämlich sehr lecker. Und was sagst du? Ja, er schmeckt gut. Mit einer fucking Bierdose. Der Pro7-Abend schon. Der Pro7-Abend. Galileo, wir wissen nicht, es kommt irgendwie nur Scheiße. Was machst du? Was, ein Video? Ja.
Das ist komisch. Du siehst komisch aus. Dieses hässliche Band, das muss ich ja wegmachen. Ja. Das ist schon richtig mädelhaft, ne? Ich habe irgendwie voll die Probleme mit meinen Haaren. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 9.40 Uhr. Und wir sind aufgewacht. Schon vor einer Weile. Und jetzt geht es gleich los mit Richten. Und dann gehen wir noch irgendwas essen. Ich habe mein Make-up schon mal fertig gemacht. Und jetzt kommen meine Haare dran. Ja, und du musst jetzt auch mal deine Haare noch machen. Wir sind fertig. Yes, ja. Und er sieht gut aus. Yes, ja. Moment. Wir suchen jetzt Nathalie und dann geht es los zum Bahnhof. Ich bin heute auch ausnahmsweise mal zufrieden mit meinem... Ist auch ein geiles Zimmer. Ich bin ausnahmsweise mal zufrieden mit meinem Make-up und mit meinem Lippenstift. Und du? Ich hab Haare. Seine Haare sind schön. Ich weiß, aber sein Outfit ist gut. Wir sind da! Yes. Ja! Das ist Chicken Bang. Yeah. Das war schon mein Freund Chicken Bang. Take my shoe and Achso, ja. Wir sind ja da. Booty Bitches, ja. Oh mein fucking Gott. I'm real.
Oh, das bin ich. Three, two, one.
So, und das Event ist jetzt offiziell vorbei und wir laufen jetzt zum Hotel, um uns nochmal fertig zu machen und dann was essen zu gehen. Genau. Ich weiß gar nicht, eigentlich gibt es gar nicht so viel zu sagen, weil ich konnte nicht richtig filmen, weil es war einfach zu dunkel und Fotos konnten wir auch nicht richtig machen, aber ein paar Fotos haben wir gemacht. Und Nathalie ist übrigens auch da. Ihr habt sie noch gar nicht gesehen, weil ich vergessen habe zu filmen. Ja, das wird ein ziemlich total verplanter Vlog, aber... Wir sind jetzt gerade noch essen gewesen und da waren eigentlich noch andere dabei. Die sind jetzt alle schon gegangen und es ist voll spät und ich glaube, die machen hier gleich zu. Und wir haben... ich hatte Hähnchenfleisch mit Ananas und so einem leckeren Gemüse, ich weiß nicht, was das ist, und Reis. Und du hattest... Ich hatte Ente süßsauer mit Reis. Ente süßsauer, ja. Und wir haben noch was zu trinken. Und dann geht's nachher noch aufs Hotelzimmer und dann chillen wir und gucken noch einen Film. Ich glaube, Prinzessin Mononoke kommt. Ja, aber das fängt jetzt, ist jetzt in 5 Minuten an. Ja. War ein geiler Tag. War ein sehr geiler Tag. Ich habe mein geiles Debüt als Solokünstler gegeben und habe Karaoke gesungen. Und da hinten sieht man den Frankfurter Bahnhof. Station, Main Train Station. Please be careful the step between train and the platform. And the platform. The platform. The platform. Wir sind verrückt. Wir gehen jetzt noch zu einer mehr oder weniger Hausparty. Hotel-Hausparty? Nee. Ja, auf einem Zimmer. Hausparty auf einem Zimmer. Ich hasse mein Make-up und meine Haare und ja. Ich sehe aus wie so ein kleiner Vamp. Irgendjemand interessiert. Ich habe einen Killstar-Pulli an und er hat das Überstyler-Outfit. Hallo. So, wir haben es jetzt, Moment, 2.39 Uhr. Upsi, shit. Und was macht dein Zeug auf meinem Bett? Ich bin gerade noch am Koffer packen und ich wollte euch noch zeigen, ich habe Socken gewonnen. Bei dem Giaromit. Und sie sind grau und da ist Dorschi. Ja. Ich habe vorher nicht mehr gefilmt, wir waren nämlich vorher noch auf dem Zimmer von Wesley und Jedda. Und dann haben wir Wahrheit oder Pflicht gespielt, war eigentlich ganz witzig, und Musik gehört und ja, war eigentlich mehr so eine Hausparty. Und ja, ich habe ein Foto gemacht, das blende ich euch wahrscheinlich oder habe ich euch noch eingeblendet. Genau. Und mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ein Review-Video hochladen, so wie beim letzten Mal, wo ich ein bisschen was erkläre zum Ablauf und so weiter. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video und jetzt geht es dann wahrscheinlich für euch dann weiter mit dem Frühstück. Sieht scheiße aus. Tschüss, Zimmer. Tschüss. Noch einmal kurz diese wunderschöne Dusche. Tschüss, Dusche. Oh, sie ist so wunderschön. Das ist die beste Dusche auf der ganzen Welt. Ich würde dich gerne mitnehmen. So. Tschüss, Fernseher. Tschüss, hässliche Aussicht. Und los geht's. Ich würde gerne auf den Glocken hier vorne fest. Wir gehen zum Bahnhof. Dann Power. Rot, grün. Wir gehen. Bald. Und ich habe einen Krepp. Ich liebe Krepp. Hallo. Wir vermissen alle jetzt schon. Gerade eben noch gesehen. Und gleich geht's zum Bus. Wie viel Uhr haben wir? 5:30. 5:30. Wir müssen bald los. Tschüss, Frankfurt. Bis nächste.
Fahrgäste, der Fahrgäste, hätte schon mal.